denn? Haben wir alles? Können wir losmachen? Ja, ich glaube schon. Ja, wo bleibt sie denn? Ich gehe mal nach ihr schauen. Lena, was ist denn los? Oh Mama, mir geht's gar nicht gut. Ich habe voll die dollen Halsschmerzen. Da ist es wohl besser, wenn der Papa mit dir zum Arzt fährt. Was meinst du? Oh nee, ich will nicht zum Arzt. Ach Lena, du wirst doch wieder gesund werden, oder nicht? Wolfram, du musst mit der Lena zum Arzt. Kannst du mir bitte noch schnell die Sachen mit zum Auto tragen helfen? Ja, das mache ich. Danke. Bye-bye, Badeausflug. Die Versicherungskarte von der Lena, wo ist die? Die liegt im Schlafzimmer auf dem Schrank. Alles klar. Na dann, viel Spaß. Papa, kommst du gar nicht mit? Nein, Sarah, ich muss mit der Lena zum Arzt, die ist krank. Oh, schade. Ja, schönen guten Tag. Ich möchte die Lena vorstellen. Die hat ganz tolle Halsschmerzen. Ja, haben Sie die Versicherungskarte dabei? Ja, danke. Dann nehmen Sie bitte kurz im Wartezimmer Platz. Sie werden aufgerufen. Die Frau Kuhn, bitte. Hey, Tim, bist du das? Ja, Lena. Was hast denn du? Ich habe ganz dollen Husten. Und was hast du? Ich habe ganz dolle Halsschmerzen. Ist doch ganz schön voll. Na, hoffentlich finden wir noch ein schönes Plätzchen. Wir sind da, Sarah. Und wir machen uns heute einen schönen Tag. Ist nur schade, dass Papa und Lena nicht dabei sein können. Warum denn eigentlich? Der Papa ist doch mit der Lena zum Arzt gefahren. Sarah, schau mal, da ist doch noch ein schöner Platz. Wollen wir da hingehen? Ja, Mama. Kommst du? Ja. Entschuldigen Sie, ist hier noch frei? Ja, warten Sie, ich mache Ihnen Platz. Oh, danke. Sarah, möchtest du was trinken? Nein, Mama, hab keinen Durst. Hallo, ich bin die Mama vom Tim, Ilona. Ah, schön, ich bin Wolfram, der Papa von der Lena. Die Frau Hausduff, bitte. Komm, Tim, wir gehen. Papa, mir geht's überhaupt nicht gut. Die Halsschmerzen werden immer schlimmer. Ach, Sarah, komm, setz dich zu mir hoch. Mann, Papa, ich will wieder nach Hause. Wir können gleich nach Hause. Wir müssen aber vorher noch zu Frau Dr. Bär rein. Martina, bist du das? Ah, hi Andrea, schön, dass du da bist. Ja, ich bin mit Felix hier. Wo hast du Wolfram und Lena gelassen? Ah, die Lena, die ist krank. Der ist zum Arzt mit ihr gefahren. Ach, na so ein Pech aber auch. Sei mir nicht böse, aber ich mach jetzt los. Wir telefonieren, okay? Ich möchte mir mal die Muschel anschauen. Musik, Gänsen. Wer kommt alles mit ins Wasser? Ja, baden. Mama, nochmal. Hey, pass ein bisschen auf. Ist ja gut, Sarah. Wir essen jetzt erstmal ein Eis. Sarah, jetzt essen wir erstmal unser Eis und dann ist der Schreck ganz schnell vergessen. Schönen guten Tag, Herr Mattes. Ja, schönen guten Tag, Frau Dr. Bär. Hallo Lena, was hast du denn? Oh, ich habe ganz dolle Halsschmerzen und Kopfschmerzen. Ja, dann hör ich dich mal ab. Atme mal bitte ein und aus. Okay, drehst dich bitte mal um, Lena. Ja, das hast du fein gemacht. Super, ganz toll. So, Lena, wir nehmen jetzt noch einen Abstrich und eine Blutprobe und dann schauen wir mal, was du hast. Tut das weh? Nein, das tut nicht weh. Das geht ganz schnell. Ich habe Angst. Lena, du brauchst keine Angst haben. Ich halte deine Hand fest. Dankeschön, Papa. Die Ergebnisse sind da. Wie befürchtet hat Ihre Tochter Streptokokken. Ich habe Ihnen Infektocinin aufgeschrieben. Das ist ein Antibiotika. Da nimmt sie dreimal täglich 3,75 Milliliter. Und dir, Lena, wünsche ich gute Besserung.
Ja, vielen Dank, Frau Doktor. Auf Wiedersehen, Frau Doktor, und schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Ja, danke, Herr Mattis, Ihnen auch. Hallo, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und abonniere nicht vergessen. Euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass ich im Vorspann andere Haare habe. Ich lasse mir nämlich meine Haare lang wachsen und ab den nächsten Folgen werdet ihr mich nur noch mit der neuen Haarfrisur sehen. Ciao, eure Martina, bis bald!